Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Die Siedler 7. Ich stelle jetzt erstmal einen Timer, weil ich ein vollkommener Idiot bin und das jedes Mal vergesse. Außer wenn ich mit Airbag Gaming aufnehme, dann vergesse ich das nicht. Aber das ist ja nebensächlich für euch, die das hier gucken. Denke ich mal, dass ihr nicht den FM guckt, aber das ist ja auch egal. Wir gehen weiter. Wir müssen gegen den Mönch, den roten Dingsterorden, ne? Da müssen wir jetzt gegen. Und wir sind gerade am Einheiten ausbilden. Musketiere. Und Pikeniere. Habe ich diese Stelle schon eingenommen? Nein, habe ich noch nicht. Komm, wir haben schon genug Leute. Haut raus. Haut raus. Hier wird zwar noch gebaut, aber wir können schon rüber, würde ich sagen. Das kann man machen. Perfekt. 7 Leute und 7 Schützen. Hier hat er auch welche. Aber hier muss ich auch so einen Turm erledigen, ne? Läuft hart. Gold kommt auf jeden Fall an. Und Kohle auch. Nur Getreide noch nicht. Aber das, wir holen uns hier ja jetzt Fleisch und Kohle. Das kann was werden. Holz haben wir uns auch noch genug. Mit Hilfe dieser Brauerei seid ihr nun in der Lage, Bier zu brauen und Geistliche auszubilden. Ja, habe ich ja schon eingestellt. Geistliche habe ich ja schon eingestellt. Ein wenig Verpflegung an die Bierbrauerei zu liefern. Ja, sind wir dabei, oder nicht? Das motiviert den dortigen Arbeiter zu höherer Leistung. Er wird mehr Bier brauen als zuvor. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich soll dir Nahrung geben. Leck mich. So einer bin ich nicht. Ihr arbeitet selber. Oh, keine Verluste, perfekt. Keine Verluste. Hier, Scheune. Werdet ihr noch gebaut? Nein. Rückzug abbrechen. So. Alter. Erstmal hier einen Fehler machen. Ich glaube, es hackt. Warum brauche ich eigentlich so viel Kohle? Was ist der Sinn und Zweck der Sache? Tor. Raspun. Aber ich muss das hier freischalten, das Kloster. Obwohl ich eigentlich von hier, wenn man ehrlich ist, kommt man auch hier hoch, ne? Oder haben die das hier zugepackt? Kloster des Handwerks. Antike Bibliothek. Ja, Bäckerei, es fehlt Produktionsgüter. Kommt doch noch. Hier wird genug Getreide angebaut. Hier wird Fisch gesammelt. Das ist auch gleich erobert. Und hier können wir nochmal machen. Wie viele Einheiten hast du jetzt? Komm. 2 solche. Und ja, sagen wir 5 solche. Perfekt. Das ist jetzt gleich erobert. Dann kriegen wir Fleisch. Fleisch und Holz. Und Kohle. Wofür? Ich weiß es nicht. Aber wir kriegen sie. So, dann können wir auch direkt bauen. Als erstes ein Lagerhaus. Dann Forsthütte. Alles klar. Jäger, Holzfäller. Und dann erneut Jäger. Ah, falsches Gebäude. Hier muss ich hin. Jesus Christus. Na komm. Holz.
Holz, Säge. Da gibt zwar keinen Sinn, wie ich gerade baue, aber Jäger, Holz. Und eine zum Gönnen. Kohle. Ja, man kann ja nie genug haben, ne? Komm. Bau das einfach dazu. Das Lagerhaus wird ja gebaut. Denn ihr habt ja zu wenig von allen, heißt es ja. Alter, irgendwie. So. Ach, hier ist ja schon ein Lagerhaus. Dann kann das weg. Ja, ich weiß Bescheid. Wasser. Wo kriege ich nochmal Wasser her? Brunnen. Sind das nur Prestigegebäude? Haupt- und Spezialgebäude? Nein. So. Und dann noch einmal hier. Gönnt euch. Alles klar. Komm, wir machen mal ein bisschen erhöhen. 4 Stück können wir noch insgesamt machen. 4 Gold brauchen wir dafür. Einen Siedler. Okay, es läuft. Die packen hier nur diese eine Nahrung rein, ne? Ja, 2 und ein Bier und ein Dorfbewohner. Das ist auch schon Ertrag 5. Ja, ich weiß. Aber gönn dir einfach. Das wird alles gebaut. Fahrzeughütte, Jägerhütte. Steht alles. Und wenn du den nächsten hast, dann der unterwegs ist, dann schicken wir dich jetzt hin, hier das hier zu erobern. Und dann das hier. Wir müssen das halt alles nach und nach erobern. Es fehlt Wasser. Ja, wo kriege ich Wasser her? Erzwerk, Köhlerei, Fischerhütte, Lagerhaus. Spendet Wasser unbegrenzt. Ja, habe ich hier überall gebaut. Einsatz, Ertrag. Alter, wieso fehlt Wasser? Das verstehe ich jetzt nicht. Komm. Spendet unbegrenzt Wasser. Und ihr habt einfach kein Wasser oder was? Okay, sie arbeiten auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Okay, ihr habt keinen. Kann ich hier einen Geologen einstellen? Untätig, nein. Ja, komm, abreißen. Abreißen. Kann ich keinen Geologen einstellen. Die sind jetzt einfach ausgebrannt. Läuft sehr gut. Und. Ach, ich muss. Da, Attacke. Die Befestigung des Sektors sind zu stark. Warum? Warum sind die jetzt so stark? Oh, sag mir nicht, ich brauche Kanoniere. Aber eigentlich nicht. Das nächste, was ich brauche, sind hier Novizen. Questtafel. Bilde Novizen aus, so wie Bier gebraut. Ja, ich bin dabei, Bier zu brauen, eigentlich.
Eigentlich bin ich dabei, aber sie arbeiten ja langsam. Komm, abreißen. Abreißen. Wir lassen erstmal nur diese eine hier arbeiten. Ich baue noch ein normales Wohnhaus. Und du baust noch eine Brauerei dran. Du hast direkt das Wasser vor dir. Hier ist auch Wasser, hier ist Vorrat 5. Brauchst du ja nicht beigehen, ist ja unnötig. Okay. Sie sagt, ihr müsst die Tore zerstören. Welche Tore? Ja, der Sektor ist zu stark. Das weiß ich, aber welche Tore soll ich zerstören? Den Turm kann ich nicht erledigen und hier sind keine Tore. Läuft sehr gut bei euch. Muss ich wohl sagen. Münzprägerei. Köstlich. Wurst. Dieses Bier, um Geistliche auszubilden. Ah, da kriege ich die ersten Geistlichen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Komm, wir gehen mal auf schneller. Das erste Bier ist da. Das heißt, es wird jetzt da hochgebracht. Und dann läuft das. Kohle wird abgebaut. Gold habe ich nicht. Holz wird ja auch abgebaut. Da irgendwie. Bom. Der erste Bruder ist da. Pata. Okay, aber wieso ist das so stark? Was muss ich machen? Richtig, das kann über Prestigepunkte. Großes Prestige habe ich ja, was nützt mir das? So, packe ich hier noch einen hin. Der nächste Geistliche ist da. Einer fehlt jetzt noch und das Bier wird hingebracht. Dann sind wir da auch vollständig. Und dann darf ich die zu diesem Kloster schicken. Gleich kommt sie da. Bom. Bom. Einheiten habe ich auch genug. Perfekt. Hervorragend, Prinzessin. Danke. Eure Geistlichen sind bereit. Schnell, schickt sie zum Archivar in die antike Bibliothek. Im Gegenzug wird er euch Zugang gewähren zu all dem geheimen Wissen in seinen Büchern, ohne dass die Erforschung nutzvoller Technologien nicht möglich wäre. Und wie halten wir Raspun auf? Der Schlüssel liegt in der Erforschung mächtiger Technologien. Sie werden uns im Kampf gegen Raspun sehr nützlich sein. Hoffen wir es. Dass ich nicht schon wieder verkackt habe. Weil ich zu wenig Geld habe. So. Vier Brüder habe ich. So muss man Ergebnisgebiete. Zur antiken Bibliothek. Senden. Eure Geistlichen brauchen eine Weile, bis sie die antike Bücherei erreichen. Ja, ich weiß, ich verstehe. Nutzt diese Zeit, um eure Wirtschaft zu stärken. Denkt daran, dass ihr später Kämpfe werdet bestreiten müssen. Ja, ich bin bereit. Schaut nach, ob spezielle Güter fehlen und errichtet die nötigen Produktionsketten. Und mir fehlt alles. Also mir fehlt jetzt gerade alles. Und Gold kriege ich nicht mehr. Das würde ich nur irgendwo in Pakistan kriegen.
Mir fehlt einfach alles. Wie laufen die Mönche eigentlich? Okay. Aber wo laufen die lang? Sind die da jetzt einfach vorbeigelaufen? Oh, nice! Oh, ich danke euch, Prinzessin, dass ihr mir Unterstützung für meine Forschung schickt. Kein Problem. Dies ist Beweis genug für euer Interesse an meiner Arbeit und meinem historischen Wissen. Willst du einschlafen am Reden? Als Zeichen meiner Anerkennung lehre ich euch die Nutzung mächtiger Technologien, die von großem Wert für euch sein werden. Cool. Cool. Bravo, Prinzessin. Der Archivar ist zufrieden und gewährt euch Zugang zu seiner Forschung in den Klöstern. Perfekt. Da ihr nun die Technologie... Okay, die schlafen ja beinahe ein beim Reden. So, ja, komm. Was ist das? Technologie. Kriegt mit der Forschung zu den Steinmetzer, als erledigen ihre Arbeit. Gewaltmarsch. Da Ballistik. Okay, nice. Nice one. Übersicht. So, da forscht er. Und wir haben. Normalerweise haben wir noch genug, ne? Das Ding ist, ich kann zweimal gleichzeitig. Das ist schon mal das Geile. 4-4. Kann ich hier noch mehr ausbilden? Oder sind die denn schon weggerechnet? Das ist das Ding. Sind die dann schon weggerechnet? Ja, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ja, Berghütte. Alter, ich will auf die Berghütte drücken. So. Ihr Holz da hinten noch ab, weil ist hier alles abgegrast. Fische gibt es auch nicht mehr viele. Ist schon mies, wie man hier vorankommen soll. Aber das ist ja auch gleich durch. Kriegsführung. Fremdes Gebiet, ein Turm. Läuft. So, und abreißen. Und abreißen. Und generell abreißen. Und ihr macht noch weiter, so wie ihr könnt. Und abreißen. Und abreißen. Ihr habt eine neue Prestigestufe erreicht. Warum? Wegen der Forschung? Vier Dinger fehlen mir. Ich hab doch vier. Ihr habt nicht genügend Geistliche. Komm. Ah. Oder müsst ihr erstmal da hinten hinlaufen? Müsst ihr jedes Mal erst da hinten sein. Damit ich... So, ich brauche... Vier. Und ich habe ein. Ja, die Nahrung habe ich auf jeden Fall. Und das Bier auch. Okay, da bringen sie das hin und dann kann ich das hier forschen. In 40% und Bergleute in 60% der herkömmlichen Zeit. Okay, nice. Ein noch. Ich brauche nur einen Mann von euch.
Getreideschweine, ja, er bringt Getreidesachen. Perfekt. So, das dauert 100 Sekunden. Aber ich würde sagen, die heutige Folge würde ich auch hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.